Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Und zwar mache ich heute ein Video über meine ganzen Trensen, die ich habe. Ihr könnt mir ja nachher einfach mal aufschreiben, wie viele ihr gezählt habt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu meinem Trensen-Video. Hier seht ihr schon mal ein paar Trensen von mir. Und ja, ich stelle euch die jetzt alle nacheinander mal vor. Ja, das ist meine allererste Western-Trense, die ich habe. Die habe ich für Mona gekauft gehabt, aber ja, ich nehme sie eigentlich jetzt kaum noch für Mona, sondern eher noch für meine andere Stute, für die Samira, werde ich sie benutzen. Und ja, hier sieht sie ein bisschen. Es ist auch ein anderes Gebiss drauf, also alles für Samira jetzt abgestimmt. Aber auf jeden Fall war das Mona ihre erste Western-Trense und ich finde die echt total, total schön. Und ja, ich mag die gerne. Das ist eigentlich ein Knotenhalfter, aber halt extra zum Reiten. Der hat hier so Ringe dran. Ne? Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, hier sind so Ringe dran. Ne? Jetzt sieht man es. Ja. Und damit kann man echt gut reiten. Mona reagiert wunderbar da drauf. Ich finde es echt sehr schön. Und deswegen habe ich den jetzt hier auch einfach mal mit aufgenommen. Samira, hör mal auf jetzt dann. Wir haben gerade Besuch bekommen hier von der kleinen Samira. Die guckt jetzt hier, wir sind nämlich auf der einen Koppel, wo ich die vorstelle. Aber der Zart, das ist wirklich schön mit dem Knotenhalfter, da kann man echt gut reiten und Mona reagiert sehr gut drauf. Und ja, deswegen, also ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfter mal mit reiten, vielleicht auch mal richtig im Ausritt und mal gucken. Dann kommen wir schon zu meiner zweiten und letzten Western-Trense, die ich besitze. Dieser Trense hat keinen Namen, das ist ein No-Name-Produkt. Die habe ich von Amazon sehr günstig gekriegt. Und ist auch sogar Größe Full, glaube ich. Die hat Mona erst gar nicht gepasst. Ich musste die noch ganz schön verstellen. Jetzt habe ich Glück, jetzt passt sie endlich. Und da habe ich auch ein schönes Gebiss drauf, das von Waldhausen. Wir können uns das mal angucken. Hier ist das nochmal zu sehen, das ist von Waldhausen. Und ja, die Trense, ich finde die echt schön, weil die hat ja auch so schöne Applikatoren dran, also schöne Sachen mit Rohhaut und so. Mhm. Ja, ich finde das echt schön und die ist schön schlicht. Die passt auch zu meinem Western-Sattel, den ich jetzt habe. Und ja, also ich bin froh, dass ich die habe und ich werde die wahrscheinlich auch nochmal nehmen. An Mona hatte ich sie jetzt noch gar nicht dran und bin auch noch nicht mitgeritten, aber das kommt jetzt wahrscheinlich. Nun kommen wir schon zu der nächsten wieder. Und zwar ist das auch eine Trense von Amazon. Ich habe irgendwie damals ganz viele Trensen von Amazon gekauft. Die haben alle keinen Namen. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Nein, die ist voll schön und jetzt hatte ich die auch ganz lange für Mona genutzt. Die war davor von meinem Pferd Paolo, den ich ja dann verkauft habe. Da kann ich auch mal ein Bild reinmachen, mal sehen, ob ich eins finde, wo er die Trense oben hat, aber ich denke schon. Und ja, die Trense ist echt schön, die ist so mit Lila, halt so Mädchen ein bisschen. Aber gar nicht. Also ich finde auch nicht, dass es nur für Mädchen ist, weil ich habe die jetzt umgebaut. Das hat jetzt Montys Gebiss drum. Und damit reite ich halt mit Monty und mit Mona, also das passt beiden Pferden und ich mag die Trense sehr, sehr gerne. Ja, halt so lila. Dann kommen wir wieder zur nächsten Trense. Die ist auch von Amazon, glaube ich. Die ist jetzt von Monty, die hatte ich damals auch für Mona gekauft. Hatte ich auch eine Weile dran bei Mona, ganz zum Anfang. Die ersten Bilder, ich glaube, das war die erste Trense, die Mona überhaupt hatte bei mir. Da kann ich mal Bilder raussuchen und sie einblenden. Und ja, jetzt nehme ich die aber für Monty. Die passt ihm auch wunderbar. Die hat jetzt auch einen neuen Stirnriemen bekommen mit Strassstein. Also die schicke, wie ich finde. Ja, und das steht ihm echt total gut. Und ich bin sehr zufrieden. Und ja, das war die Trense von Monty. Mona ist auch da. Können wir sie noch kurz einblenden. Jetzt geht sie wieder. Jetzt haut sie wieder ab. Dann kommen wir zur letzten Trense oder zum letzten Zeitpol, was ich habe. Dieses Zeitpol hatte ich ganz zum Anfang als allererstes Zeitpol für Mona gekauft. Dann war ja das Problem, dass es so dicht am Auge lag da mit dem Zeitpol. Deswegen habe ich dann recht schnell neues gekauft und es dann gar nicht mehr benutzt. Und jetzt haben wir das für Monty benutzt. Und das passt ihm super, super gut und er geht damit einwandfrei und das liegt bei ihm auch gar nicht am Auge, was ich sehr komisch finde. Aber wahrscheinlich, weil er einen dünneren Kopf hat und eine dünnere Nase und deswegen liegt das alles besser an. Ja, und jetzt nehmen wir das halt eigentlich ausschließlich für Monty mit den Zügeln auch und
Ja, ich mag das Hype auch voll gerne. Es ist schön schlicht, es ist nicht mehr so viel Tüdelei, sondern es ist halt einfach nur braun und hat halt kaum noch irgendwas dran. Und ja, also ich mag die auch voll gerne. Und ja. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir ein paar Kommentare und Likes da. Und ja, das ist Samira, ihr kennt sie ja schon, ich habe sie schon auf meiner Seite ein bisschen vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch nochmal ein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!